Am 26. Januar 1788 landete die erste Flotte mit über 700 Gefangenen in Sydney. Damals gab es hier nicht viel mehr als Bäume und Sträucher und Aborigines. Die findet man hier allerdings nur noch als Touristenattraktion am Hafen sitzen. Aus der ehemaligen Sträflingskolonie ist im Laufe der Zeit eine Metropole mit über 4,6 Millionen Menschen geworden. Wer mehr über die Entstehungsgeschichte von Sydney wissen möchte, kann sich gerne informieren in meinem Buch Der andere Kontinent von Sabine Francis. Der Mardi Gras in Sydney ist vergleichbar mit dem CSD in Deutschland. Er ist eine farbenprächtige Demonstration gegen Ausgrenzung und Diskriminierung von Schwulen und Lesben. Da wir zu diesem Zeitpunkt gerade in Sydney sind, lassen wir uns das bunte Treiben natürlich nicht entgehen und stürzen uns in die Menge. In den Blue Mountains gehen wir auf matschigen Wanderwegen immer tiefer in den Wald hinein. Zu unserer großen Freude reißt jedoch der Himmel auf und die Three Sisters erscheinen aus dem Nebel. Die drei Schwestern können auch von der Seilbahn aus besichtigt werden. Wir fühlen uns ein bisschen wie im Dschungelcamp oder bei Indiana Jones. Vielleicht auch Tarzan? Der Wentworth Falls Loop Track ist ein beliebtes Ausflugsziel. Wenn das Wetter besser wäre, könnte man hier schön baden. Allerdings sollte man dafür das Geländer lieber nicht übersteigen. Der Weg ist eng und teilweise so steil, dass man lieber rückwärts wie an einer Leiter die Treppe hinuntergeht.
Dafür ist die Aussicht wunderschön. Pebble Beach. Das ist für mich der schönste Strand in Australien. Er liegt auf der Strecke zwischen Sydney und Melbourne direkt am Princes Highway. Natur so hautnah zu erleben, ist etwas ganz Besonderes. Ein einmaliges Erlebnis, das wir wohl nie vergessen werden. Der Wilson Promontory Nationalpark befindet sich am südlichsten Ende des australischen Festlands. Hier findet man nicht nur einen wunderschönen Strand, sondern auch verwunschene Wälder. Am Fluss, der direkt ins Meer mündet, kann man viele verschiedene Tiere beobachten. Der Geselle, wegen dem wir aber hier sind, ist der Wombat. Ihn gibt es nur in Australien zu bewundern. Der Wombat ist ein nachtaktives Tier, den man gut finden kann, wenn man mit der Taschenlampe unterwegs ist. Allerdings reicht es manchmal auch, wenn man nur seiner Nase folgt. Wo ein Wombat auftaucht, riecht es auch nach Wombat. Die Tiere sind nicht scheu und verhalten sich, als wären wir gar nicht hier. So verschwindet er wieder im Gebüsch, wo er hergekommen ist. Da es leider am nächsten Tag schon wieder zu regnen beginnt, machen wir uns auf nach Phillip Island. Dort können wir Koalas in ihrer natürlichen Umgebung beobachten. Ungefähr 20 Stunden am Tag schlafen die Tiere, den Rest sind sie mit Fressen beschäftigt. Koalas waren in Australien ursprünglich weit verbreitet, wurden aber wegen ihres Fells gejagt und teilweise ausgerottet. Wir haben, außer auf Phillip Island, in Australien keine Koalas mehr zu Gesicht bekommen. Während wir die Koalas beobachten, sehen wir ein verschlafenes Wallaby im Gras sitzen. Wunderbare australische Tierwelt. Raus aus der Natur geht es gleich am selben Tag noch in die Großstadt, nach Melbourne. Melbourne ist nach Sydney die zweitgrößte Stadt Australiens. Und hier gibt es eine jede Menge zu entdecken.
In Melbourne findet sich auch die AC/DC Lawn. Sie ist nach der gleichnamigen australischen Hardrock-Band benannt. Alkohol ist von der Regierung Australiens streng verpönt und unglaublich teuer. Ich glaube nicht, dass sich in Deutschland irgendjemand vorstellen könnte, das Oktoberfest ohne Bier zu feiern. Die Great Ocean Road. Eine der schönsten Straßen der Welt. Die Great Ocean Road befindet sich an der Südküste Australiens. Sie ist nicht nur wunderschön, sie ist vor allen Dingen auch gut besucht, besonders an den Feiertagen. Wenn also ein Feiertag auf ein Wochenende folgt, sollte man sie besser meiden. Man bekommt einfach keinen Parkplatz, keinen Zeltplatz, nichts. Wildcampen ist absolut verboten und kostet hohe Strafen. Ein mitfühlender Australier ließ uns auf seinem Parkplatz stehen. Allerdings verlangte er für seine Gutmütigkeit $50. Überhaupt habe ich Australien als unverschämt teuer empfunden. Eine Schachtel Zigaretten kostet $25, ein Päckchen Tabak $50, 24 Flaschen 033 Bier kosten $45, ein Sack Kartoffeln $10 und ein kleiner Joghurt 2,99. Aber vermutlich hat einen das bei der Aussicht nicht zu interessieren. Wir besuchen den Otwayfly Treetop Walk. Er befindet sich ganz in der Nähe der Great Ocean Road und ist eine gute Gelegenheit, um den Regenwald mal aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen. Ganz oben in den Wipfeln der Bäume kann man sich nun den Wind um die Nase wehen lassen. Nicht wirklich etwas für Leute mit Höhenangst, allerdings fühlt man sich durch die ganzen Geländer und Absperrungen ziemlich sicher. An der Great Ocean Road liegen auch die 12 Apostel. Sie sind bis zu 60 Meter hohe, im Meer stehende Felsen aus Kalkstein. Neben dem Ayers Rock sind sie wohl die meistfotografierte Naturattraktion in Australien. Auch hier sollte man die vorgegebenen Wege besser nicht verlassen. Und obwohl es schon wieder zu regnen beginnt, genießen wir dennoch die Aussicht. Unsere erste Erfahrung mit dem australischen Outback machen wir im Grampians Nationalpark. Der steile Weg hinauf zum Pineapple führt uns über Stock und Stein. Der 2,5 Kilometer lange Weg hinauf ist nicht ungefährlich. Runter sollte man sich allerdings noch mehr in Acht nehmen, was ich schmerzlich zu spüren bekam. So ein Bänderriss tut lange weh. Die Landschaft ist, wie eigentlich überall in Australien, malerisch schön. Gut zu Fuß zu sein, schadet in diesem Land nicht. Die Wanderwege sind alle hervorragend präpariert.
Und wenn man dann endlich leicht verschwitzt oben ankommt, wird man mit einer atemberaubenden Aussicht belohnt. In dieser Region kommt es der Hitze wegen auch öfters zu Buschfeuern. Rund um die schroffen Felsen brennen deshalb immer wieder die Wälder. Wir hatten noch nie zuvor einen verbrannten Wald gesehen und wagten uns deshalb mitten hinein. Zuerst war es schockierend, doch dann war es schön zu sehen, dass sich die Natur und das Leben alles wieder zurückholt. Sogar auf unserem Campingplatz können wir das Wildlife hautnah erleben. Der Ausflug in den Nationalpark lohnt sich in jedem Fall. Wer in Australien durchs Barossa Valley kommt, sollte auf jeden Fall eine Weinprobe mitmachen. Die australischen Weine sind weltbekannt, denn sie haben, anders wie wir, viel Sonne gesehen. Der australische Portwein allerdings ist ein Gedicht und äußerst günstig. Im Barossa Valley gibt es Weinreben, soweit das Auge reicht. Wir fahren weiter zum Flinders Ranges Nationalpark. Hier empfiehlt es sich auf jeden Fall, ein Moskitonetz dabei zu haben. Das ist das da, wo wir fehlen, ist da oben. Da ist die Rezeption auf jeden Fall hier runter, ja. Das ist der. Da ich mir den Fuß verletzt hatte, konnte ich leider die 7,5 Kilometer lange Wanderung nicht mitmachen. Deshalb schaue ich mir die außergewöhnlichen Bäume ganz in der Nähe an. Dieser Baum ist eine Riesenhöhle. Und da das Wetter endlich mal australisch ist, lege ich mich an den Pool und kühle meinen Knöchel. Nach dem Abendessen bekommen wir Besuch. Ich lasse die Szene mal einfach ganz unkommentiert. Lassen wir mal. Nicht mein Buch anknabbern. Nein. Erika, das ist ja so ein großes Problem. Ich bin mal gar nicht. Da springt jetzt bald auf den Schoß. Wie hast du denn so Hunger? Ja. Das ist ja unglaublich. Australien, das bedeutet das Meer und wunderschöne Sonnenuntergänge. Australien, eine einzigartige Tierwelt, die unbeschreiblich schön ist.
Australien, durchzogen von endlosen Straßen. Bevor wir uns jedoch ins australische Outback aufmachen, besuchen wir zuerst Adelaide. Hier gibt es nicht nur unheimlich starke Männer, sondern auch Marching Bands mit einem coolen Guggensound. Die Australier lieben Footie, eine Sportart, die wir in Europa so gut wie gar nicht kennen. Die Fans lassen sich gerne mit den Stars fotografieren. Und am Schluss gibt's Autogramme. Adelaide ist, wie ich finde, eine sehr schöne Stadt. Hier findet man alte Gebäude, moderne Kunst Skurriles, Historisches Schnelles und sogar ein klein wenig Hogwarts. Endlich ist es soweit. Aufs australische Outback habe ich mich am meisten gefreut. Wir haben vor der Reise gehört, dass es gefährlich sein soll, vor allen Dingen die Straßen. Denn hier kann es passieren, dass einem schon mal eine Kuh vors Auto rennt. Uns ist das Gott sei Dank nie passiert, aber wohl so manch anderem. Wir haben gehört, dass das Outback langweilig sein soll, doch dem ist überhaupt nicht so. An einem Salzsee direkt am Stuart Highway halten wir an. Von diesen Salzseen gibt es einige und manche sind so groß, dass sie bis zum Horizont reichen. Im Outback gibt es auch Adler und wir hatten das große Glück, sie ganz von nahem filmen zu können. Es wurde uns außerdem erzählt, dass es im Outback viele Fliegen gibt und wir haben von zu Hause gleich mal diese Fliegennetze mitgebracht. Vielleicht sieht man ein bisschen komisch aus, aber man kann es auf jeden Fall gebrauchen. Ich stehe hier mitten am Stuart Highway. Wir haben angehalten, hier gibt es eine Oase, die wollten wir uns genauer angucken, aber ich bin voll mit Fliegen. Pff. Much better. Vor allen Dingen in Coopidi braucht man dieses Fliegennetz, denn hier findet man nicht nur Fliegen, sondern auch Opal. Um mir Coopidi genauer anzuschauen, bin ich mit nach Australien gefahren. Endlich in Coopidi. Hier wollte ich hin. Hier darf ich sein. Mal schauen, was hier alles noch so passiert. In Coopidi passiert wenig auf den Straßen. Das meiste passiert unter der Erde. Eine Führung durch eine alte Mine gibt Aufschluss über das Leben hier. Coopapiti bedeutet bei den Aborigines so viel wie weißer Mann in Loch. Daraus hat sich dann der Name Coopapiti abgeleitet. Coopapiti ist eine kleine Ortschaft im australischen Outback und beherbergt ungefähr 1700 Menschen. Hier geht es vor allen Dingen um eines, Opal. Um ihn zu finden, lebt so mancher Mann ein halbes Leben unter der Erde. Oh,
Leider musste ich feststellen, dass Kuwa Piti kein sehr gemütlicher Ort ist, aber dafür hochinteressant. Wir noddeln noch ein bisschen im Opalsandkasten, bevor wir uns wieder auf den Weg machen. Unser nächstes Ziel ist der Kings Canyon. Der Kings Canyon liegt im Watauga Nationalpark. Er ist eines der beliebtesten Touristenziele im Roten Zentrum. Der Weg hinauf zu den über 100 Meter hohen Felswänden ist steil und steinig. Hier ist es empfehlenswert, auf jeden Schritt zu achten, um ganz genau zu schauen, damit man nicht in irgendwelche Felsspalten fällt. Da wir bereits bei Sonnenaufgang den 6 Kilometer langen Rundweg angetreten haben, erreichen wir den Garten Eden noch bevor es richtig heiß wird. Hier kann die Temperatur leicht mal über 40 Grad steigen. Doch dann lassen einen die Rangers nicht mehr in den Park. Also immer schön bei Zeiten losgehen. The Garden of Eden trägt seinen Namen wirklich zurecht. Hier kann man sitzen, verweilen und den vielen Tieren zusehen. Ein kühler Platz in den schattigen Tiefen des heißen Canyons. Zurück auf unserem Zeltplatz tun wir das, was wir am liebsten in diesem Land tun. Tiere beobachten. Die Sonne verschwindet malerisch und taucht den Himmel in ein einmaliges Farbenspiel. Sobald es dunkel ist, fangen sie an zu heulen. Dingos. Überall auf dem Zeltplatz trifft man nun diese abgemagerten Tiere. Doch man sollte sich nicht täuschen lassen. Der Dingo ist und bleibt ein wilder Hund. Auch wenn die Dingos sehr zutraulich wirken, gilt auch hier, besser niemals streicheln. Bevor wir den Kings Canyon verlassen, tanken wir zuerst unser Auto voll. Da es nicht viele Tankstellen im Outback gibt, empfiehlt sich das, auch bei einem Preis von 2,33 pro Liter. So gerüstet kann es weitergehen. Unser nächstes Ziel ist der Uluru, der Ayers Rock. Ein bisschen kommt man sich ja schon vor, als wäre man in einem ganz anderen Land, wenn man hier so manche Tiere sieht. Aber wir sind definitiv in Australia. Wer kennt ihn nicht, den Ayers Rock? Die Aborigines nennen ihn Uluru. Dieser rote Riese steht mitten in Australien und er ist ein heiliger Berg. Als ich den Reiseführer so durchblätterte, habe ich gedacht, was machen die so ein Aufsehen um diesen Berg? Aber als ich davor stand, wusste ich, was es damit auf sich hat. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie so etwas Beeindruckendes gesehen. Es gibt sogar einen Weg hinauf zum Ayers Rock. Doch die Aborigines bitten die Touristen, den Berg nicht zu besteigen. Wir haben eine Weile überlegt und uns entschlossen, den Wunsch der Einheimischen zu respektieren.
Uns schenkte der Uluru so viel Schönheit, dass wir getrost auf einen Aufstieg verzichten konnten. Die Wasserlöcher am Uluru sind fast ausgetrocknet. Doch am Abend zieht ein Gewitter auf. Und am nächsten Morgen hoffen wir nicht einmal darauf, dass wir einen schönen Sonnenaufgang zu sehen bekommen. Doch auch dieses Mal enttäuscht uns der Uluru nicht. Er zeigt sich in dem ungewöhnlichsten Bild überhaupt, mit doppeltem Regenbogen. Und nach dem Wolkenbruch füllen sich die Wasserlöcher wieder mit klarem, frischem Nass. Über dem Uluru-Katachuta-Nationalpark lacht wieder die Sonne. Katachuta nennen die Aborigines die 36 Berge, die 30 Kilometer entfernt vom Ayers Rock zu finden sind. In der Sprache der Weißen heißen sie Olgas. Sie wurden 1872 nach der Königin Olga von Württemberg benannt. Fast sieht es aus, als hätte der Berg die Felsen hinausgespuckt. In welches der Löcher sie wohl passen mögen? Die Olgas sind zweifellos beeindruckend, doch die Schönheit und die Magie des Ulurus können sie nicht übertreffen. Wir warten auf unserer Reise vergebens darauf, auf das rote Riesenkänguru zu treffen. Das ist zwar sehr schade, doch wir werden durch den Anblick anderer schöner Lebewesen entschädigt. Wir beginnen unseren Walk in den West McDonald's. In Ernest & George Walk. Und wir gehen jetzt mal so rum und versuchen mal über die Wasserlöcher zu kommen. Darauf bin ich schon sehr gespannt. Der Ernest & George Walk liegt im West McDonald's Nationalpark. Bevor wir den 7,5 Kilometer langen Wanderweg antraten, wurden wir vorgewarnt. Hier gäbe es nicht nur wunderschöne Natur zu bewundern, sondern auch ein Wasserloch, das nicht umgangen werden könnte. Wir wollten es genau wissen und gingen den Wanderweg in die falsche Richtung. So würde man die Abkühlung und das Wasserloch erst am Ende haben. Und weiter geht's. Über Stock und über Stein, aber bricht dir nicht das Bein. Nach 4 Stunden Wanderung bei über 36 Grad erreichen wir total verschwitzt das Wasserloch. Wir stellen mit Begeisterung fest, dass man es wirklich nicht umwandern kann. Und weil es hier sicher keine Krokodile gibt, auch wenn das Wasser trübe ist, stürzen wir uns in das zweifelhafte Badevergnügen. Wanderwege, durch die man warten muss. Trotzdem gut, bei der Hitze total erfrischend. Wer hier wandert, sollte gute Schuhe anhaben. Denn ohne Schuhe kann's wehtun.
Am Ende des langen, schönen und interessanten Walks gibt es einen See. Das Wasser ist rostbraun, warm und sehr, sehr wohltuend. Das war ein tolles Abenteuer. Will I be on German TV? No, only on YouTube. Uns hat der Canyon so gefallen, dass wir beschließen, noch einen Rundflug zu machen. Unser Pilot Adam sieht noch sehr jung aus, doch er versteht sein Handwerk. Von oben betrachtet sieht die Welt ganz anders aus. Und selbst mir als alten Flugmuffel macht es richtig viel Spaß. Wir fliegen über die West MacDonald Ranges und freuen uns über die schöne Aussicht. Leider ist das Wetter ein bisschen trübe, aber wir hätten es schlechter erwischen können. Am Ende des 20-minütigen Rundflugs überfliegen wir den Canyon, den wir am Vortag durchlaufen haben. Dann geht es zurück zu unserem Campingplatz, wo auch der Hubschrauber steht. Das war mal wieder ein sehr gelungenes Abenteuer. Daumen hoch für Adam und seinen Helikopter. Auf unserem Weg nach Alice Springs deutet es sich schon an. Der Regen hat uns auch im Outback gefunden. An einem Ort, an dem es so gut wie nie regnet, regnet es nun in wenigen Stunden so viel, dass Flüsse über die Ufer treten. In Australien gibt es nicht viele Brücken und in jeder Senke ist die Gefahr groß, dass man auf einen Wasserlauf trifft. Alice Springs befindet sich ziemlich genau in der Mitte Australiens und hat über 24.000 Einwohner. Hier leben auch die meisten Aborigines, die sich allerdings nicht gerne fotografieren oder gar filmen lassen. Durch Alice Springs fließt der Todd River. Das heißt, meistens fließt er gar nicht und ist ein ausgetrocknetes Flussbett. Wir hatten die zweifelhafte Freude, ihn voller Wasser zu sehen. Wir stehen hier im Todd River, der seit Jahren kein Wasser mehr geführt hat, aber wir bringen den Regen überall hin. Leider. Alle freuen sich, dass es so viel geregnet hat und dass der Fluss endlich wieder Wasser führt. Nur für uns ist es halt sehr schade, wenn man 4 Tage am Stück im Outback Regen hat. Gott sei Dank haben wir am Ayers Rock Bill, Margaret und Rita kennengelernt. Mit ihnen verbringen wir den meisten Teil der regnerischen Zeit, kochen, unterhalten uns und lernen australisches Leben hautnah kennen. Hey guys, you're the best. Thank you so much. Wir haben das Outback als einen lebendigen, farbenfrohen und schönen Ort erlebt. Für mich gehört es zu den schönsten Plätzen, die ich in Australien erleben durfte. Unsere Flucht vor dem Hurricane Eta führt uns nach Charters Towers. Charters Towers ist ein sehr kleiner Ort, mitten im Nirgendwo. Zwar ist das Wetter hier auch nicht sehr berauschend, doch es ist warm und wir gehen die kleine Stadt ein wenig entdecken. Charters Towers ist eine alte Goldgräberstadt. Außer alten Häusern gibt es hier nicht viel zu sehen. Die einzige Attraktion am Ort scheint das Miner's Cottage zu sein. Es gibt hier unzählige Gegenstände aus Großmutters Zeiten. Und ein alter Mann spielt voller Hingabe deutsche Volkslieder. Eines hält er sogar für einen Original-Elvis-Song.
Auf dem Rückweg nach Cairns sehen wir das ganze Ausmaß des Hurrikans. Er hat durch den starken Regen, den er mit sich brachte, weite Teile des Landes überschwemmt. So auch Townsville, das am Bruce Highway liegt. Nur dumm, dass der Bruce Highway die einzige Straße zurück nach Cairns ist. Wir stehen hier am Bruce Highway und wollen eigentlich zurück nach Cairns. Aber die Straßen sind gesperrt, weil alles überflutet ist. Wer weiß, wie lange die Sache hier noch dauert. Die Polizistin hat gemeint, vielleicht bis morgen früh, morgen Nachmittag. Wir haben alles dabei, unser Camper ist beladen. Wir hoffen das Beste. Nach 3 Tagen haben wir genug von der Warterei und beschließen, die 500 Kilometer längere Inlandsroute zurück nach Cairns zu fahren. Zurück in meinem heißgeliebten Outback tun wir das, was wir am liebsten tun: Tiere beobachten. Wer es vielleicht nicht gleich erkannt hat, das ist ein Termitenhügel. Idyllisch liegt der Campingplatz bei den Undara Lava Tubes. Die Lavahöhlen können für viel Geld besichtigt werden, sind aber für meine Begriffe nicht wirklich interessant. Ich denke, wer Lavahöhlen sehen will, sollte nach Hawaii fahren. Deshalb verlassen wir Undara auch gleich wieder und machen uns auf zu den Tablelands. Leider hatte sich das Wetter nach dem Hurrikan um Cairns nicht wirklich verbessert. Aus Langeweile nehme ich eine Kokosnuss vom Strand mit und versuche, diese zu schälen. So eine selbstgefangene Kokosnuss auszupulen ist äußerst schweißtreibend und anstrengend. Das ist ein Kokosnuss-Punker geworden. Einmal ein Crash auf dem Boden und schon hat man wunderbares Kokosfleisch. Und das essen wir jetzt. Wir wissen nicht mehr genau, warum wir eine Fahrt auf der Lady Douglas gebucht haben. Wegen der Krokodile oder weil die Besitzer dieses Bootes so nett waren. Mit Gewissheit kann ich nur sagen, dass wir die Fahrt gemacht haben und keine Sekunde davon bereuten. In Australien ist es inzwischen verboten, Krokodile vom Boot aus zu füttern. Jedoch gegen die Fütterung eines Weißkopfseeadlers hat niemand etwas einzuwenden. Die Krokodile liegen ruhig im Wasser und man darf davon ausgehen, auch wenn es nicht so erscheint, dass sie uns bemerkt haben. In Cairns und um Cairns herum sollte man auf keinen Fall in irgendeinen Fluss gehen. Nicht einmal im Meer sollte man schwimmen. Nicht nur wegen den Quallen, sondern auch wegen den Krokodilen, die ausgeschwemmt durch Hochwasser und Hurrikan sich im Meer aufhalten könnten. Bevor wir die Lady Douglas bei Sonnenuntergang wieder verlassen, machen wir noch eine kleine Hafenrundfahrt auf ihr. Für uns hat sich dieser Ausflug echt gelohnt. Für wenig Geld viel zu bekommen, ist in Australien nicht immer so. So bei unserem nächsten Beispiel, dem Great Barrier Reef. Mit einem Schnellboot der Poseidon fahren wir hinaus zum größten Korallenriff der Erde. Für $200 pro Person kann man hier einen Tag auf dem Meer verbringen. Zusammen mit 80 anderen und irgendwie im Hauruckverfahren. Sobald die Poseidon an einem der Riffe ankommt, bricht die Hektik los und 80 Leute wollen gleichzeitig ins Wasser. Der Einsatz von Düngemittel und Pestiziden in der Landwirtschaft, der Klimawandel und nicht zuletzt der Tourismus zerstören das Riff. 2 Millionen Touristen im Jahr fallen über das Riff her. Und wir waren auch dabei. Und wenn ich mir das Great Barrier Reef so anschaue und überlege, bekomme ich ein ganz schlechtes Gewissen. Vielleicht sollte man auf manche Sachen verzichten, auch wenn sie möglich sind.
Ein echtes Highlight und ein Riesenspaß ist die Quad-Tour, die wir in den Tablelands machen. Mit den Quads durch den Urwald zu fahren, hat man schließlich nicht alle Tage. Ein echtes Muss für Leute, die gern Abenteuer haben, so wie wir. Bei dem Anbieter Down and Dirty kann man getrost buchen. Die Jungs verstehen ihr Handwerk. Und auch wenn einer mal stecken bleibt, ziehen sie dich raus. Natürlich nur durch die tatkräftige Unterstützung von meiner einer. Und dann kann's auch schon weitergehen. Yeah, durch den Matsch! Sleeps tonight. In the jungle, the wildest jungle, the lion sleeps tonight. Wir sind hier im Mossman Gorge, mitten im Regenwald. Kommen wir ein bisschen vor wie bei Dschungelcamp. Und wir sind schon geschwommen hier. Hier ist ein schöner Rundweg, aber man darf nicht mit Einsamkeit rechnen. Da man in und um Cairns herum keine Möglichkeit hat, im Meer zu baden, muss man sich andere Stellen suchen. Dafür bietet sich der Mossman Gorge und die Crystal Cascades an. Die glasklaren Bergflüsse laden zum Schwimmen ein. Ganz anders wie in Deutschland ist das Wasser gar nicht kalt. Ein Riesenspaß für Groß und Klein. Da sind wir dabei. Unser letztes Ziel in Australien sind die Barron Falls. Leider führen sie jetzt nur noch wenig Wasser. Doch ich denke, vor ein paar Tagen war das ganz anders. Wir verabschieden uns nach 8,5 Wochen Australien mit der einzigen Schlange, die wir bis dahin zu Gesicht bekommen haben. Nach 9.121 gefahrenen Kilometern und unzähligen Flugstrecken geht dieser außergewöhnliche Urlaub zu Ende.